Hallo und willkommen zum Projekt Sputti in Bronze hier auf gatenews.de. Mein Name ist Alex bzw. Sputti und ihr habt das Glück, jetzt beim ersten Teil meiner Tagebuchreihe dabei zu sein. Und zwar habe ich mich mit meinem Drittaccount nach Bronze gespielt. Warum, werden sich jetzt die ein oder anderen Leute fragen. Ich bin ganz ehrlich, viele haben mir gesagt, ja, du würdest es auch nicht schaffen, raus aus Bronze. Das ist unmöglich, Elohell und ja, so weiter und so fort. Und ich habe mir halt gesagt, hey, probier dein Glück, hab mir meinen Drittaccount geschnappt und diesem jetzt sogar kurzfristig HOT zugelegt, um dann ja einfach mal mein Glück zu probieren. Ich habe die ersten 10 Placement-Matches gespielt und bin am Ende tatsächlich bei 7-3, nein, bei 3-7 gelandet. Ich wollte alle 10 Spiele verlieren, das war das Ziel. Und ich entschuldige mich ganz offen bei all den Leuten, die mit mir spielen mussten. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe nicht absichtlich getrollt, ich war nicht AFK. Also ich habe schon getrollt, das wäre gelogen, aber ich war nicht AFK oder ähnliches. Ich hatte sogar eine lustige Erfahrung mit einem Nekromanten auf dem Punkt in der Mitte. Ich glaube, es war sogar Clock Tower. Da habe ich einfach nur da gestanden und ihn Auto-Attacked. Mein Pet auf Passiv gelassen, nur meinen Bogen Auto-Attack. Oder war es sogar der Stab? Ich glaube, es war sogar der Stab Auto-Attack. Und habe dann zwischendurch meinen High-Skill verwendet. Das war's. Und ich habe dieses Duell gewonnen. Pet war auf Passiv. Ich habe nur Auto-Attacked. Und so habe ich tatsächlich ein Spiel gewonnen, was ich eigentlich nicht gewinnen wollte. Ich bin am Ende, wie gesagt, bei 7-3 rausgekommen. Ich blende dann auch jetzt den Screenshot ein, ja, wie quasi meine Elo und mein Stand war, als ich mit diesem Projekt angefangen habe. Und ja, ihr seid bei Tag 1. Ich werde das so machen, dass ich immer kleinere Highlights oder so typische Szenen für dieses Match zusammenschneide und da ein bisschen Musik drunter lege und euch das dann präsentiere, immer Spiel für Spiel, so dass wir ein kleines Tagebuch haben und ihr genau nachvollziehen könnt, wo ich bin, wo ich war und wie meine Spiele gelaufen sind. Ich mache das übrigens alles nicht, um irgendwie Leute bloßzustellen in Bronze, bevor mir sowas unterstellt wird. Ich nehme auch diese Szenen nicht, um zu sagen, ach, guck mal diese Kacknoobs, denn es gibt ganz, ganz viele Momente und Dinge, wo ich mir so denke, okay, das hätte man besser spielen können, aber wo ich halt auch nachvollziehen kann, dass die Leute so spielen. Und es gibt auch viele Stellen, wo ich mir denke, what the fuck? Vor jedem Match werdet ihr ein kurzes Banner eingeblendet bekommen, wo so draufsteht, worauf ich mich bei dem Match fokussiert habe oder was Besonderes an diesem Match war. Da wird es ein Match geben, wo wir zum Beispiel einen ja fast durchgehend AFK-Krieger hatten und ähnliche Sachen. Und ja, am Ende gibt's dann immer den aktuellen Stand nach jedem Spiel, ob ich gewonnen oder verloren habe, wie viele Matches ich gewonnen habe, wie viele ich verloren habe und so weiter. Wenn das Projekt entsprechend gut bei euch ankommt, hatte ich auch schon überlegt, die Spiele dann oder diese Szenen nachträglich zu kommentieren, zu sagen, warum ich manche Sachen mache oder warum ich manche Sachen nicht mache. Das ist kein High-Level-Commentary dann und das wird auch nicht so sein, dass das aus einer perfekten PvP-Sicht gemacht wird, denn ich bin kein perfekter PvPler. Ich siedle mich selbst irgendwo in den oberen, ich sag mal, wenn ich jetzt so die gesamte Season sehe, vielleicht 15-20% an, aber ich werde niemals zu den Top-Spielern gehören. Das zeigt ja auch mein eigentlicher Rang. Rang 80, ich glaube, ich habe keine 2000 Spiele gespielt. Das ist nichts, das ist ein Witz, darüber lachen die meisten PvPler. Und das ist auch vollkommen okay, denn ich möchte einfach nur gucken, könnte ich es selber aus Bronze schaffen, wenn meine Placement-Matches scheiße gelaufen wären. Und genau das werdet ihr zusammen mit mir herausfinden. Wie gesagt, gebt mir Feedback, schaut euch das Ganze an, aktuell nur mit Musik, später eventuell mit Commentary. Wie gesagt, das ist, nichts hiervon ist böse gemeint, sondern es ist sowas wie ja Sputtis Hardcore-Let's Play jetzt fürs PvP. Ich werde die Sachen nicht streamen, da der erhöhte Ping tatsächlich dazu führen könnte, dass das Ergebnis verfälscht wird, aber ich werde alles immer komplett mitschneiden und euch dann als Highlights hier auf YouTube präsentieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was jetzt kommt. Und ja, meine erste Einschätzung ist positiv. So viel kann ich versprechen.